Max Frisch hatte es weniger mit dem Basketball als vielmehr mit dem Tischtennis. Auch das erfahren wir in der neuen Ausstellung in der Akademie der Künste, die ab morgen an Max Frisch erinnert. Das Spannende an dieser Ausstellung sind aber vor allem die Einblicke in die Zeit, die der Literaturweltstar hier in Berlin verbrachte. Wie ein Uhrwerk schrieb er jeden Morgen, der große Schweizer Schriftsteller, der vor 20 Jahren gestorben ist. In einer außergewöhnlich vielseitigen Ausstellung gibt die Akademie der Künste nun Einblick in sein Leben. Berühmt wurde Max Frisch eben nicht nur durch seine großen Romane wie Homo Faber, sondern auch durch seine literarischen Tagebücher. Zuerst mal zu sagen wäre, dass diese Art Tagebuch ja von vornherein geschrieben wird, mit dem Bewusstsein, es zu veröffentlichen. Umso brisanter, dieses Tagebuch, dessen Veröffentlichung Max Frisch sogar 20 Jahre über seinen Tod hinaus verbot. Er schrieb es in Berlin, als er in den 70er Jahren in Friedenau wohnte. Nun kann man erstmals einige Seiten einsehen. Man kann den Eindruck haben, dass er eigentlich vorhatte, eine Art Stimmungsbild von Berlin zu schaffen, das er dann aber wohl gleich oder bald bleiben ließ und sich dann auf das Zwischenmenschliche, auf die Personen, auf die Gespräche ausrichtete. Begegnungen mit Schriftstellerkollegen, vor allem in Ostberlin, die schildert Max Frisch mit genauer, einfühlsamer Feder. Neugierig besucht er immer wieder Christa Wolf oder Günter Kunert, beschreibt die herzliche, zugleich zweischneidige Atmosphäre. Doch nicht wegen solcher Szenen verbot er die Veröffentlichung, sondern weil er darin offenbar höchst intime Details aus seinem Privatleben preisgab. Diese Passagen bleiben auch heute unter Verschluss. Im Laufe der Jahre kommt die Krise der Ehe spielt dann wohl immer eine größere Rolle im Tagebuch. Aber diese Passagen kenne ich nicht. Aber jetzt von Äußerungen von Max Frisch selbst kann man davon ausgehen, dass er deshalb das Tagebuch sperren ließ. Auch ohne die Intima aus der Ehe gewährt das Berliner Journal Einblicke, die diese Ausstellung zu einem Ereignis machen. Der Schriftsteller Max Frisch, auch er war ein Berliner mit einem besonders feinsinnigen schweizerischen Blick.